bevor es losgeht, Justus, ich möchte noch, dass du etwas sagst, also mir jetzt nachsprichst, ja? Ja. Wir nehmen heute kein Tier mit. Sehr witzig. Sag es. Ja, wir nehmen heute kein Tier mit, das ist mir ganz sicher, ja. Na, ich weiß nicht, wir sind uns alle sicher, ob das denn auch so bleibt, wenn du dann dort bist. Wenn so ein armer Hundi-Wundi ist, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Justus, sag es. Wir nehmen heute kein Tier mit. Tier, nein. Keine Tiere heute. Keine Tiere. Justus hat eben gefragt, ob er noch schnell eine Transportbox mitnehmen kann. Ja. Für alle Fälle, falls ihr nicht genau. So komm, du musst noch Navi. Ja, ich muss ja Navi. Was du hast gesagt. Weißt du, war ja noch nie da. www.tierheim.de oder was? So, wir sind, wie auch immer, jetzt erstmal bei den kleinen Tieren gelandet. Wenn schon mal hier ist, riesiger, weißer. Ja. Papageien. Ach, da hinten im Fenster, siehst du die? Ein großes Geländer auf jeden Fall. Ich kann das mal zeigen. Hinten sind die Hunde. Da gehen wir jetzt gleich hin. Genau, da gehen wir jetzt hin. Wir sind nur aus Versehen hier bei den kleinen Tieren gelandet. Ja, ich hab doch gesagt, da geht's auch. Okay. Hier ist übrigens Maskenpflicht, deswegen fragen wir natürlich auch alle. Maske, genau, also für die Besucher. Jetzt sind wir hier gerade bei den Zwingern, aber die sind alle leer. Ich denke mal, die sind drinnen, die Hunde. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man das sich mal durchliest. Wie gesagt, ganz oft steht da nicht für Kinder, unverträglich mit Katzen, nicht zu Kindern. Deswegen kommt das schon mal immer nicht für uns in Frage. Nichts dabei. Nicht zu Kindern, nicht zu Katzen. Ja, Anastasia hat schon Hunde entdeckt. Ne? Nur gucken. Nur gucken. Nicht anfassen. Aber finde ich gut. Also da vertrauen wir auf jeden Fall auch auf das Urteil. Und ich bin froh, dass man danach auch aussuchen kann. Ne? Kannst du das nochmal sagen, bitte, Justus? Was hast du gerade gesagt? Das bricht mir wirklich das Herz hier. Ne? Das ist Justus würde gerne am liebsten alle mitnehmen, hat er gerade gesagt. 30, 40, 50, unglaublich viele Hunde. Justus, das geht nicht, das geht nicht. Ich bin gerade so aufgeregt. Ja, sind toll erzogen, ne? Steht aber auch damit dabei. Ist hier nicht drin. Er ist nicht drin? Nee. Gut. Deshalb wurde er nicht vermittelt. Ja, wahrscheinlich, ne? Ich habe hier sind nur die vermittelten Hunde drin. Was hast du denn da? Ist das ein neuer Hundi-Wundi? Das ist aber kein Maltipoo. Robert sitzt. Weiß nicht, was ich von ihm will. Justus. Ja, ich filme dich gerade, was Norbert so kann. Aber er hat so ein bisschen was von Welpen, ne? Finde ich. Aber ja, er ist kein Welpe mehr. Er ist kein Welpe, er ist schon ein bisschen älter. Er ist kein Welpe mehr. Mach mal Sitz, kannst du Sitz machen? Ich will das alles beibringen noch. Geht das noch? Weiß ich nicht. Doch, das geht noch. Jetzt 7 Jahre, sagen sie. Ist der alt? Vielleicht kann er bei Fuß. Hohlstöckchen? Wovon redet er? Kann man ja hol den Ball. Was? Ach ja, mein Schatz. Findest du ihn? Yes. Justus muss noch eine Leine. Ich mag ihn sehr gerne, aber. Aber? Ich würde hier gerne 5 Hunde mitnehmen. Ich glaube, das geht aber nicht. Wir gehen weiter. Ach Mann. Ist da jemand verliebt? Guck mal, wie Anastasia ihn streichelt. Das ist der Sekunde zu weit weg und streichelt ihn dabei so. Begrüß mal die Community, Norbert. Aber Bellen tut dafür die Community nicht. Nee, das macht er nicht, ne? Bellen nee, ist nicht so sein Ding. Bellen ist nicht so sein Ding. Ich bin süß. Ja, das sind seine Ohren. Ohren. Ja, wir müssen auch ordentlich testen, wie viel er sich gefallen lässt, sage ich jetzt mal. Oh. Also ich finde das gut. Er ist entspannt, oder? Hat er gerade gegähnt. Wir haben noch genug Zeit mit ihm? Ja, ich glaube, ja. Ja, hallo. Darf ich gleich auch an der Hundeleine? Ja, aber der hat gut Zug, ne? Ja. Also, hat schon gut Zug. Ich halte dann ganz doll fest auch. Normal. Nicht so, das ist Härtetest. Das ist Härtetest, das ist so. Interessant. Ist schon abgefahren. Glaubst du, er kann auch rennen? Oh, wie süß! Du bist.
krass. Ich will auch abgeleckt werden. Jetzt ist Lara aber neidisch. Also wie wir nicht direkt mit ihm oder? Müssen wir hier noch? Wir haben gesagt, wir nehmen beide keinen. Er mag mich. Du musst ihn nicht zurücklassen. Mhm. Nicht übers Gesicht. Das ist aber er hart wie so ein Schaf. Ne? Ja, wir wollten ja einen nicht haarenden Hund, ne? Hat er geklappt. Aber er ist super süß. Ein bisschen durch, ne? Und vor allen Dingen, also. Ein bisschen kämpfen, er ist auch nicht so groß, da müssen wir auch nicht viel kämpfen. Wir waren hier gerade nur kurz mit ihm und da habe ich gesagt, komm, wir setzen uns jetzt mal an, jetzt kommt gleich Hundebegegnung. Jetzt bin ich gespannt, wie er reagiert. Und dann ist er gleich hier mit auf die Bank, hat sich hier zwischen uns gesetzt. Er ist so voll süß. Normal, als würde zu uns gehören, ne? Ja. Und er leckt uns schön ab. So, jetzt kommt Hundebegegnung. Ich halte die Leine ordentlich fest. Er guckt nur. Ja. Irgendwie schon, ja? Ja, schon geschlossen. Das ist so süß, ich mag ihn. Schliebi! Ich fasse es gerade nicht. Falls wir ihn heute nicht mitnehmen, dann bestellen wir schon mal vor. Ist der gut? Ja. Wir haben doch noch gar nichts. Wir wollen heute nur mal gucken. Noch ein Hund? Das geht ganz schnell. Die haben jetzt sogar Leinen da, hast du gesehen? Die haben einen ganzen Shop voll mit Sachen. Ja, das glaubst du nicht. Aber wir brauchen ein bisschen was mehr noch, ne, als was nur eine Leine. Du, wenn wir heißen? Wir fahren einfach gleich nochmal direkt beim Hunde-Zirkus-Dings vorbei. Norbert, bist du so ein Lieber? Aber guck mal, wie geduldig er ist. Aber er kennt ja die Hunde schon. Das ist ja einfach. Mit uns kennt uns ja überhaupt nicht. Ja, er kennt uns gar nicht. Ja, also, das ist schon schräg. Kommt der Einbrecher. Oh, Norbert, wie geht's dir? Und vor allen Dingen auch jetzt mit Anastasia. Achso, Katzentest müssen wir noch machen. Ja, stimmt. Na? Müssen gleich nochmal. Da wusste die Pflegerin nämlich nicht, wie er drauf reagiert mit Katzen. Aber ja, hier aber sind ja genug Katzen. Deswegen kann man mal schnell. Aber das wäre auch gut für unsere Katzen, dass er so ruhig ist. Ja, ja. Vielleicht verhält er sich auch so wie nicht, bei den Katzen, weil er stirbt auch nicht. Gar er stirbt ja. Halt auch nicht auf die Hunde zu und will mit denen spielen, sondern er will einfach nur an denen vorbei. Ich muss mal gucken. Die Hälfte oh. Nicht selbst abgelaufen. Nein. Aber dazu ist er ein Lieber. Nee, nicht, ziehen. Nicht ziehen, ne? Ein Schlamm, ja. Okay. Ich finde das eklig. So süß. Du findest das nicht eklig, ich weiß, dass du es toll findest. Ja, das ist normal. Das ist normal. Guck mal, der juckt sich. Hat er irgendwas? Sag mal. Irgendwas fällt. Nee, der muss einmal durchgehen lassen. Ja. Weil die verlieren ja nicht die ganze Zeit Haare, sondern. Aber das wäre jetzt eigentlich so ein Hund, der ja nicht zum Hundefriseur muss, ne? Was ja auch gar nicht so schlecht oh, ist. Ja. Das ist so ein normal Haar. Ich wollte einen total tollen, durchgestylten Hund, der zum Hundefriseur muss. Einmal täglich gewaschen werden. Jetzt so süße Ohren. Die sind so groß. Sind die schlappig? Nee, schlappig sind sie nicht. Aber sie sind weich. Kann gut hören. Okay, wir gehen weiter. Oder? Mal gucken, wie er jetzt mit uns weitergeht, Norbert. Okay? Wollen wir? Okay. Ja. Guck mal, er weiß, es geht weiter. Mami. Es hieß auch gleich, der ist für Anfänger und für Familien geeignet. Ja. Und, kommst du mit, jo. So, wo gehen wir lang? Da noch. Gehen wir hier lang, jo. Ja, da gehen wir da lang? Justus, willst du mal, sag mal, die Leine? Ich will, falls Papi nicht will. Ja, nee, mach mal. Aber der ist Zug, ne? Du musst ordentlich festhalten. Ja, also. Mach mal um dein Handgelenk drum. Ja. So? Ja, genau. Mal, und festhalten. Der durch, der zieht jetzt nicht die ganze Zeit. Aber eben, also wenn er zieht, dann. Am Anfang hat er gezogen, aber ich glaube, da war er einfach nur aufgeregt. Also gerade hat er keinen Zug. Okay. Siehst du? Er kann schon, ne? Ja, das darf er auch. Markieren, genau, das muss sein. Das ist jetzt gerade nicht echt. Ja, ist schon schräg. Das ist ein Traum. Deshalb sagte ich ja. Nimm was hast du gesagt? Ein Traum? Ein Traum. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, warum der nicht vermittelt wurde, ist das Ding. Die Pflegerin meinte auch, sie versteht nicht, warum er immer noch hier ist. Seit wann ist er? Seit Oktober. 2 Monaten. Ja, und eben haben wir so ein Gespräch mitbekommen, wo dann ein so halbwegs hübscher Hund, der wurde abgegeben vor 2 Tagen und der ist jetzt schon weg. Also, ja, aber das ist halt, weil er hübsch ist, ne? Ja, nee, hübsch und Familienfreund. Ja,
Aber er ist doch auch hübsch, oder was willst du damit sagen? Er ist eine Wurst auf zwei Beinen. Der Körper ist viel zu breit für die großen Beine. Aber er ist ja gesundheitlich top, meinte sie. Also hatte sie zumindest jetzt nichts zu sagen. Wir fragen gleich nochmal. Ja, die ist ja gut. Das ist ja auch. Er ist so entspannt. Ja. Entspannt mich. Ja. Wie eine Katze, ne? Ich verträge sich ja mit Loki. Ich glaube das jetzt gerade nicht. Aber Loki ist sehr beleidigt. Der ist schon beleidigt. Ja. Man braucht eine Zeit lang. Ach, Loki ist halt eine Katze und er ist ein Mann. So ist das halt. Das ist schnell beleidigt. Das ja, jetzt müssen wir aber überlegen, wie wir das mit dem Katzenfutter machen. Ne? Also der Hund wird wahrscheinlich nicht geduldig warten, bis das Katzenfutter sein Katzenfutter ist. Ja, das sind so kleine Probleme, weißt du? Ach so, ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, um mir über diese kleinen Probleme Gedanken zu machen. Mir geht so ein bisschen unbeinig, oder nicht? Ist ein bisschen unförmig. Ja, er kommt jetzt aus einer Sicherstellung, hat sie gesagt. Ja, genau. Also wir wissen nicht genau, wo er herkommt. Das ist halt schwierig. Und ich habe ja extra gesagt, ich will keinen Hund, bei dem man nicht weiß, wo er herkommt. Was er vorher erlebt hat. Das ist mir zu gefährlich mit meinen Kindern. Das habe ich gesagt. Ja, aber das ist ja ein Verhalten, wie er ist. Die verstellen sich ja nicht. Wir beginnen hier schön am... Ja, machen wir gleich nochmal Hundebegegnung. Okay, eine Hundebegegnung machen wir jetzt. Jetzt an Leine. Und dann gehen wir nach Hause. Also Leinenaggressivität zeigt er aktuell nicht. Aber jetzt so Kommandos, Sitz und so, gut, das muss man natürlich nochmal mit also Leckerlis auch. Er hört auch. Überhaupt gar nicht. Er hört nicht, ne? Nee. Aber es ist ihm ja auch alles egal. Mit großen Hunden kann man ja noch zur Runde spazieren. Er könnte jetzt auch mit dir spazieren gehen, weißt du, das ist ja ihm auch egal. Er hat sich jetzt nicht unbedingt uns ausgesucht, aber es ist okay für ihn. Da bin ich ein netter Hund. Ja. Sieht aber hübsch aus, wie Clara mit ihm da spazieren geht. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Zumindest hört er auf seinen Namen. Findest du? Ja, ich weiß nicht, ob das so Einbildung war. Umändern vielleicht so irgendwas, was auch umändern. Ich finde den Namen ganz gut. Ich finde, er ist nicht schlecht. Norbert. Baldi dann lieber. Baldi. Dann kommen die Katzen und. Guck mal, er hat aber gehört. Als sie gesagt hat, komm, hat er seine Ohren so, hat er gehört. Achso, du meinst, Justus, das war komm. Nicht das Geräusch, Justus. Das Kommando. Aber ich hätte gedacht, dass Anastasia begeisterter ist, weißt du? Das habe ich jetzt anders eingeschätzt. Interessant. Aber du siehst, dass ich hier auch kein Hund bin. Justus, so blöd. So blöd, mal ganz ehrlich. Schau dir an, wie er läuft. So ein bisschen obeinig, aber... Ja. Aber er kommt vorwärts. Er kommt vorwärts. Ja, manchmal laufen die... Guck mal, der zieht gerade gar nicht bei Clara, ne? Der läuft einfach nur nebenher. Wie so ein perfekt erzogener Hund, weißt du? Als hätte ich hier jahrelang mit dem Hundeschule gemacht. Was haben wir jetzt? Ich glaube, der kann auch langsam nicht mehr, glaube ich. Der andere Hund ist weg. Ich glaube, sie wollte keine Hunde weg. Müssen noch nicht zurück. Müssen wir um 15 Uhr wieder zurückgeben. Wir haben auch da gesessen. Also wir müssen jetzt langsam ins 33, 15 Minuten zurück. Was? Wir haben dann gleich auch wieder frei. Aber bis dahin müssen wir uns entschieden haben, ob wir ihn jetzt direkt mitnehmen. Oder ob ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Ich glaube, die... Ich bin ganz glücklich, wenn sie los sind. Nee. Nee? Soweit ich verstanden habe, kontrollieren die nochmal bei uns zu Hause und alles. Nein. Ja, das ist ja Tierheim. Sonst zeigen wir Ihnen einfach unseren YouTube-Kanal. Okay. So sieht es bei uns zu Hause aus. Das ist ja übrigens auch das Tierheim, wo wir gerade erst unsere Spende gemacht haben. Hatte ich auf Instagram auch so aufgerufen für die Community, weil die suchen gerade oder ja, sind im Moment sehr auf Spenden. Ach Gott, ich kann schon nicht mehr reden. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, wir haben ja auch unglaublich viele Hunde. Aber es ist echt traurig, ne? Also die ganzen Kampfhunde oder die als Kampfhunde gezüchtet wurden, die sitzen jetzt da ein und die will natürlich keine haben. Und auch sind auch nicht wirklich vermittelbar. Mit geschnittenen Ohren und so weiter, also ganz gezüchtet. Da blutet einem echt das Herz, dass ein Mensch sowas macht. Gut, aber der ist ganz nett hier, der Waldi. Ich will noch nicht zurück, ich will ihn noch nicht zurückgeben. Katzentest machen wir vielleicht gleich noch. Und dann ab nach Hause, ne? War das nicht so, dass die Hunde sowieso nur an so einer festen Leine gehen sollen? Ich sie hat sich ja jetzt komplett umerzogen zu einem Hundemenschen, wie man das macht und so weiter. Und jetzt habe ich
hat es auch kapiert. Ich habe auch Justus gesagt, er soll mitkommen in die Hundeschule, weil wenn ich ihm nämlich sage, so und so soll man es machen, dann wird er gleich sagen, nein, ich weiß es besser, obwohl er... Aber er weiß es besser. Nein, ich weiß es nicht besser. Deshalb habe ich ja gesagt, bitte sag es mir und ich gehe auch genau. mit. Genau. Also man soll eigentlich keine Flexileinen benutzen. So. Die Kurzfassung war das jetzt. Ich hatte auch eine Zeit, da stürzt sich erstmal auf ihn und knuddelt ihn. So habe ich mir das vorgestellt mit ihr und dem Hund. Auch vielleicht kommt das noch. Ne? Kommt noch, ne, Clara? Er muss noch gar nicht auf Toilette. Ich war die ganze Zeit auf der Toilette. Der pinkelt überall. Meinst du, er meldet sich, wenn er Gassi muss und so? Also diese ganzen, weißt du, so diese Sachen halt. Weißt du nicht, ja, weiß ich auch nicht. Schwierig. Ins Zimmer, ne? Auf deinen Teppich. Das wird alles eine Überraschung dann, ne? Weiß man nicht. Nee, der zieht gar nicht. Der läuft echt gut an der Leine, muss ich schon sagen. Und normalerweise brauchst du ewig lang, um das mal überhaupt anzuerziehen, ne, Justus? Ja. Ist nicht selbstverständlich. Das findest du gut. Los, pfirsch und... Ich glaube, er ist auch nicht so der Sportlichste, ne? So wie wir so ein bisschen. Ich glaube, ihm reicht das dann gleich auch mit dem Spaziergang. So, lass mal Papi jetzt nochmal an die Leine. Ich möchte das mal gucken. Dann nehme ich Anastasia und du kannst... Ja? Mal gucken, wie Papi mit ihm klarkommt. Er will gucken, ob da jemand markiert. Jetzt geht er wieder. Steht dir so ein Hund, Justus. Aber er lässt sich auch nicht ablenken von anderen Hunden. Ach, so süß. Schon besonders. Keine Ahnung. Ja, bei uns jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Wir wollten doch eigentlich warten, bis Anastasia halt im Kindergarten ist. Aber vielleicht ist er bis dahin weg. Vielleicht ist es die einzige Chance, oder? Ja, eigentlich war der Plan anders. Ich bin nämlich sonst traurig, wenn er weg ist. Lass ihn doch jetzt noch nicht zum Tierheim gehen sein, vielleicht. Nee, eigentlich war das sehr spontan heute. Er hat nämlich eigentlich gesagt, dass wir erst einen Hund besorgen, wenn Anastasia in der Kita ist. Ja, aber der Gedanke war, es ist ein Welpe und wir haben ganz viel Zeit für den Welpen zur Erziehung. Also ich wollte ja eigentlich einen mittelgroßen. Und überhaupt und anders. Ist ja und andere so Farbe. Ein mittelgroßer, aber ich wollte eigentlich. Das ist ganz anders, aber. Oh mein Gott, das. Er wedelt auch nicht so mit seinem Schwanz wie er. Der sieht auch so ein bisschen aus wie ein Schäferhund-Welpe. Schäferhund-Welpe, nein, aber er ist ja schon ausgewachsen. Er ist schon zu. Oh, also der wird nicht größer, ne? Ja. Er kann die nächsten 20 Jahre. Ich muss jetzt diesen Vlog hier beenden. Ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, ne? Bis zum nächsten Mal. Komm nochmal, sag nochmal tschüss. Vielleicht sieht man sich ja nochmal, ne?